حبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Das ist unser zweiter Dars im Fach Al-Aqida. Ich habe letztes Mal gesagt, wir werden das Buch 200 Fragen Antworten erklären, aber das lassen wir bis nächste Stufe. Ich habe ein Buch hier, das ist Usul Al-Aqaidi Diniyah, die Fundamente der islamischen Glaubenslehre von Sheikh bin Sa'di, der Mufassir, der hat ein Buch von der Tafsir. Wir lesen das Buch und wir erklären das Buch. Nicht groß, aber das wird uns helfen, inshallah, eine neue Schicht aufzubauen. Wer hat gute Stimme zu lesen? Wer will lesen? Moment, jetzt mal liest einer. Ja, Bismillah. Jetzt mal liest einer. Nimm. Hier. Oder gib ihm diese. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Frieden und Segen sein auf Muhammad, seiner Familie, seinen Gefährten und all seinen Gefolgsleuten bis zum jüngsten Tag. Sodann, dies ist eine sehr kurze Zusammenfassung über die Grundsätze der islamischen Glaubenslehre sowie den großen wichtigen Prinzipien. Wir haben uns dabei auf die bloße Erwähnung und auf das Hinweisen dieser Grundsätze beschränkt, ohne dabei ausführlich auf die Rede einzugehen oder die entsprechenden Beweise zu erwähnen. Also er begann erstmal mit Alhamd, Salatu Salam ala Rasulillah. Das ist Tradition von den Ulama, ein Bücher. Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala hat auch sein Buch mit Alhamd angefangen. Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch, als er seine Briefe geschickt, er hat auch Alhamd geschrieben, oder seine Autoren haben das geschrieben. Und danach sagt er, das ist eine Zusammenfassung. Das ist ein Mulachas, Zusammenfassung, was nicht ausführlich ist, aber in dieser Zusammenfassung gibt es viele Bedeutungen. Ja? Das Naheliegendste, was man über diesen Text sagen kann, ist, dass er eine Art Index für die Themen des Glaubensbekenntnisses ist, sodass seine Grundlagen, sein Status und seine Stellung in der Religion bekannt werden. Und wer es begehrt, nach Wissen zu streben, der soll die Details über die Grundsätze sowie ihre Beweise an den entsprechenden Stellen suchen. Wenn Allah es mir leicht macht und mich noch am Leben lässt, werde ich über die hier aufgeführten Kapitel mit Ausführlichkeit sprechen und sie mit ihren Beweisen erläutern. Mhm. Das erste Fundament, der Tauhid. Was heißt diese erste? Jetzt, was er gesagt hat, Hamd, Salat al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam, und er hat sein Buch vorgestellt. Und was heißt das? Was? Muqaddima. Muqaddima. Muqaddima oder Muqaddama.
Vorwort. Muqaddima bedeutet dieses Vorwort hat sich sehr vorgestellt. Muqaddima, der Autor hat das vorgestellt. Qaddima, Muqaddama. Muqaddama ist Partizip, Passiv. Muqaddima von sich selbst hat sie, das ist Partizip aktiv, ist Fa'il. Das ist ein Muqaddima. Und in der Muqaddima gibt es manchmal, der Autor redet über, warum schreibt er das Buch. In vielen Büchern findet man das Buch von Nuzhat al-Fikr und auch Nuzhat al-Nadr ibn Hajar. Ibn Hajar sagt, jemand hat mich gefragt. Der Grund dafür, dass er das geschrieben hat, jemand hat ihn gefragt. Er sagt, warum schreibt er das Buch? Dann, wie ist das Buch? Das ausführlich und das zusammengefasst. Er schreibt viele Dinge über sein Buch. Al-Muqaddima ist sehr wichtig. Manche Gelehrten, die haben ausführliche Muqaddimat in ihren Büchern geschrieben. Der Erste, der Al-Muqaddima geschrieben hat, wer war das? Das haben wir gesagt. Der Erste, der ein Muqaddima geschrieben hat. Imam Muslim. Imam Muslim ist ein Sahih, er hat ein Muqaddima geschrieben. Ja, weiter. Die Definition von Tawhid, die all seine Kategorien umfasst, lautet: Der Glaube des Dieners und seine feste Überzeugung an die Alleinstellung Allahs mit den Attributen der Vollkommenheit, sowie ihm einzig und alleine die verschiedenen Arten der Anbetung zu widmen. Er definiert Tawhid. Er sagt: Haddu Tawhidi al-jami'u li anwa'ihi. Definition heißt al-had. Had. Du findest in Leute, die Nachbarn haben zwei Gärten, einer sagt zu anderen, das ist mein Had. Was heißt das? Das sind die Grenzen. Das ist mein Had, das ist dein Had. Auch zwischen Ländern, du findest al-hudud zwischen Ländern. Hudud. Aber was hat damit zu tun jetzt in Bezug auf Begriffe? Das heißt al-had. Warum ist das so, heißt al-had in Bezug auf einen Begriff wie Tawhid zum Beispiel? Warum heißt die Definition auf Arabisch heißt Al-Hadd? Vielleicht, dass man es klar abgrenzt. Ja, also man klar grenzt diese Bedeutung. Die sagen Haddun Jami'un Mani'un. Haddun Jami'un, also er schließt alle Bedeutungen ein. Mani'un, er lässt nicht anderen Bedeutungen, die nicht dazu gehören, reinkommen. Das ist Plural, ist Al-Hudud, auf Deutsch Definition. حد التوحيد الجامع لأنواعه تشليس على زين آطن هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة. Also, wir erklären das. Was bedeutet التوحيد im arabischen Sprache? التوحيد im arabischen Sprache bedeutet, du machst eine Sache zu eins. جعل الشيء واحدا. Deshalb, die Mushrikin von Quraysh, die haben zum Prophet gesagt, alles er gesagt, sagt La ilaha illallah, haben gesagt, أجعل الآلهة إلها واحدا, إن هذا لشيء عجاب. Hat die Aliha zu eins gemacht? Das ist wunderlich. Das bedeutet, du machst eine Sache zu eins. Das ist sprachlich. Aber im Fachausdruck, du glaubst, dass Allah subhanahu wa ta'ala ist einzig. Lahu Tafarrud. Tafarrud hat die Bedeutung von Al-Izzah, Al-Aziz. Ist Mutafarrid. In seinen Nameneigenschaften, in seinen Taten. Er ist und er hat die Anbetung verdient. Al-Uluhiyya hat er verdient. Ja, weiter. Ich will nicht jetzt weiter. Darin ist somit Folgendes eingeschlossen: Tawhid al-Rububiyya, die Einzigkeit Allahs in der Herrschaft. Es ist der Glaube an die Einheit des Herrn subhanahu wa ta'ala in Bezug auf die Erschaffung, die Versorgung und auf die verschiedenen Arten der Verwaltung. Tawhid al-Rububiyya, das stammt vom Wort Ar-Rabb. Deshalb diese Aufteilung von Tawhid auf drei, Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Asma al-Sifat, das ist eine technische Aufteilung. Genau wie Al-Fuqaha teilen die Taten der Anbeter auf
Bedingungen, Säulen, Verpflichtungen, beliebte Taten. Die Gelehrten haben den Koran gelesen und Sunnah, die fanden, dass Allah subhanahu wa ta'ala, er redet über seine Taten, über die Schöpfung, über die Versorgung, dass er die Welt organisiert, dass er das Leben gibt. Das ist Tawhid al-Rububiyyah, stammt von Ar-Rabb. Deshalb in Surat al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Und die Bedeutung von Ar-Rabb, von der großen Bedeutung von Ar-Rabb, ist die Schöpfung, der Schöpfer und der Erzieher. Weil derjenige, der erschaffen hat, er lässt nicht seine Geschöpfe ohne Versorgung. Er erzieht seine Geschöpfe mit zwei Arten von Erziehung. Materialische Versorgung, das Essen und Trinken, Allah subhanahu wa ta'ala versorgt seine Diener. Deshalb sagt in Surat al-Baqarah, Ya ayyuhan nas, O ihr Menschen, Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum, dient euren Herrn. Warum? Alladhi khalaqakum, der euch erschaffen hat. Walladhina min qablikum, diejenigen, die vor euch sind. Du siehst die Bedeutung von Rubi. Alladhi ja'ala lakum al-arda firashan, was-samaa'a bina'an, wa anzala min as-samaa'i ma'an, fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Redet über al-khalq und al-rizq. Er versorgt seinen Diener. Weil er sagt, Ubudu Rabbakum. Deshalb, das ist die Bedeutung von Ar-Rububiyyah. Ar-Rabb ist der Versorger, der Schöpfer. Das Thema Ar-Rububiyyah, das ist ein faszinierendes Thema. Du siehst, es gibt manche Wissenschaftler, die gar nicht Muslime sind. Einer, er hat die Sterne gesehen, er beschäftigt sich mit Sternen. Ist ein Physiker und Astronom, ja, Felek. Weil Ilm al-Felek, Astronomie, das ist das Wissen von Planeten und Sternen. Und Physik behandelt die Bewegung dieser Sterne. Deshalb, du findest, jeder Physiker ist Astronom und jeder Astronom ist Physiker. Dieser Mensch, als er in einem Moment, er sagte, innaka azim, hat zu Allah gesagt, du bist gewaltig. Ja? Er sagt zu Allah, innaka azim, wahrlich, du bist gewaltig. Und er hat kein Koran gelesen, hat kein Sunna gelesen. Was ist, wenn er Koran gelesen hat, Sunna gelesen hat? Das wäre etwas anderes. Das Thema Rububiyyah, Allah subhanahu wa ta'ala, er ruft in den Koran, die Welt zu beobachten. Nazar. Nzuru. Nazar schließt an Nazar mit Auge und Nazar bedeutet auch nachdenken. Weil An-Nazar mit Auge führt zu An-Nazar mit dem Kopf und Herz. Alles, was du siehst, führt dich zu An-Nazar, zum Nachdenken. Deshalb, Ar-Rububiyyah ist, das Thema von Ar-Rububiyyah ist die Welt. Und alles, was du siehst in dieser Welt, das sind die Früchte der Taten Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Namen und Eigenschaften. Deshalb, das Thema Schöpfung, diese Tat, Schöpfung, kann nur Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand kann Schöpfer sein, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb, dieser französische Philosoph Descartes hat gesagt, die Existenz des Menschen ist ein Beweis, dass Allah existiert. Weil niemand kann einen Mensch erschaffen. Niemand kann einen Flieger erschaffen. Ja, ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lahu. Allah hat ein Beispiel gegeben. Duriba mathalun fastami'u lahu. Innal ladhina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u lahu. Die werden kein Fliegen erschaffen,
auch wenn sie sich die das sammeln dafür. وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْهُ. Wenn ein Fliege kommt und nimmt ein bisschen Blut von dir, du kannst dieses Blut nicht zurücknehmen. ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. Die Fliege ist schwach und auch der Mensch ist auch schwach. Beide sind Geschöpfe. مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ. Die haben Allah nicht geschätzt. Richtig geschätzt. إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. Das ist Ende Surat al-Hajj. Deshalb, die Existenz des Menschen ist ein Beweis, dass Allah subhanahu wa ta'ala existiert. Deshalb, ich sage immer das Beispiel von Adam, inna mathala Adam inda Allahi, inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam. Khalaqahu min Turab. Das Gleichnis von Isa ist wie Adam. Khalaqahu min Turab. ثم قال له ثم كن فيكون زاي ايش dann stand Adam als ein Mensch und jeder Mensch ist nicht wie andere. Deshalb Allah von seinem Namen al-Musawwir Khaliq al-Bari al-Musawwir. Al-Musawwir gibt jedem sein Gestalt, sein Bild, auch wenn die Zwillinge. Du kannst nicht unterscheiden zwischen zwei Zwillingen, da kommt der Vater und sagt, das ist Fulan, das ist Fulan. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Die kennen den Propheten, wie sie ihre Söhne kennen. Deshalb, jeder Mensch ist anders. Al-Musawwir. Allah gibt jedem seine Gestalt, sein Bild, wie er denkt, wie er läuft, wie er isst, wie er trinkt, wie er schläft. Jeder Mensch ist anders. Das ist Rububiya. Und du siehst Rububiya in dieser Welt, in der Verschiedenheit. Verschiedenheit der Farben, Verschiedenheit der Arten, Verschiedenheit der Sorten. Und Allah subhanahu, obwohl es gibt Verschiedenheit, aber der Schöpfer ist eins. Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, weiter. Tawhid al-Asma wa sifat. Die Einzigkeit Allahs in den Namen und Eigenschaften. Es ist die Bestätigung dessen, was Allah für sich selbst bestätigt hat und was sein Gesandter für ihn von den schönsten Namen und den vollkommenen, erhabenen Eigenschaften bestätigt hat, ohne sie mit der Schöpfung zu vergleichen, Tashbih, ohne Gleichnis zwischen Allah und der Schöpfung herzustellen, Tamthil, ohne Verzerrung, Tahrif und ohne Leugnung, Ta'til. Takif. Das dritte Thema ist Glaube an Namen, Eigenschaften Allah. Das gehört Rububiya. Weil Rububiya, Rabb, Allah sagt in Surah Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah beschreibt sich selbst, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yawmiddin. Dann kommt der Uluhi, Iyaka na'budu, die allein dienen wir, dich allein bitten wir um Hilfe. Die Namen, Eigenschaften gehört der Rububi. Aber warum die Gelehrten haben das alles als spezielle Kategorie gemacht? Die haben das eine spezielle Kategorie gegeben. Warum? Nicht antworten, bis man überlegt. Warum? Warum haben die gesagt, Rububi, Namen, Eigenschaft? Obwohl Namen, Eigenschaft gehört Rububiya. Das sind seine Eigenschaften. Warum? Weil in dem Thema es tauchten viele Sekten in der Geschichte. Deshalb haben das Thema allein eine Kategorie gegeben, weil in dem Thema es gibt viele Widerlegungen. Und das Thema Nameneigenschaften, Das ist das schönste Thema des Lebens. Es bezieht sich auf das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu billah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in Hadith Sahih zu den dritten drei Leute, die kamen, einer hat gesagt, ich bete die Nacht und ich schlafe nicht, andere sagt, ich faste, ich mache kein Iftar. Dritte hat gesagt, ich heirate keine Frauen. Prophet sagt, ich bete und ich schlafe, ich faste und ich esse.
Ich heirate die Frau. Und ana a'lamukum billah. Ja, was heißt das auf Deutsch? Ana a'lamukum billah. Ich bin der Wissende über Allah. Wa atqakum lah. Prophet sallallahu alaihi wasallam, sein Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala ist enorm. Alle Propheten. Das Wissen über Allah ist enorm. Prophet sallallahu alaihi wasallam, erlebt den Mi'raj. Was Prophet gesehen hat? Prophet hat viele Sachen gesehen. Deshalb in Surat al-Isra sagt Allah, wa im min shay'in illa yusabbihu bihamdi. Prophet, er sah die Steine in seinem Hand, die kleinen Steine, die haben ein Tesbih gemacht in seiner Hand. Er hat auch in dieser Reise viele Sachen gesehen. Weil alle Geschöpfe machen ein Tesbih. Prophet hat das alles gesehen. Diese Geheimnisse der Welt. Allah hat ihm gezeigt. Aber nachdem er viel erlitten hat in Mekka, kam dieses Geschenk für ihn. Deshalb das Thema Nameneigenschaften, das ist das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Nameneigenschaften. Und er sagt, ja, lies, er sagt, Tawhidul Ibada. Tawhid al-Asma, nee, wiederhole, Tawhid al-Asma al-Sifat. Es ist die Bestätigung dessen, was Allah für sich selbst bestätigt hat. Wer sie selbst bestätigt hat. Allah sagt in dem Koran, Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki yawmiddin, innani ma'akuma asma'u wa ara. Er sagt zu Musa und Harun, ich bin mit euch. Ich höre und ich sehe. Allah hat das gesagt. Da kommt einer und sagt, nein, Allah er hört nicht. Wenn wir sagen, Allah hört, wir vergleichen ihn mit seinen Geschöpfen. Ist das Hören von einem Mensch wie das Hören von einer Ameise? Jetzt, wenn wir vergleichen zwischen Geschöpfen. Die Ameisen hören auf. Auch. Ist das Hören von einem Mensch wie das Hören von Ameisen? Ist das Leben von einem Mensch wie das Leben von einer Mücke? Ist das Sprechen von einem Mensch wie dieser Zwitschern von einem Vogel? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, innani ma'akuma asma'u wa ara. Er hört und er sieht. Aber ohne nach dem Wie zu fragen. Warum? Weil der Schöpfer ist nicht wie geschöpft. Deshalb, warum ist das Thema wichtig, habe ich oft gesagt. Warum? Weil dann kommt dritte Kategorie, Al-Ibada, Tawhid Al-Ibada. Dann kommt der Begriff Al-Ilah und Al-Uluhiyah. Deshalb, das Thema Namen, Eigenschaften ist die Basis von der Taten der Diener in Al-Ibada. Und wenn dieses Bild zerstört wird, von Nameneigenschaften, Al-Ibada wird auch zerstören. Weil wir dienen einen Ilah, der hört und sieht, ist schön, Rahman und Rahim, Qawi und Aziz und Takabbir und Jabbar und Ghafur und Ghaffar, Tawwab. Das sind die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann kommt das Thema, das dritte, das ist, ja. Tawhid al-Ibada bzw. Tawhid al-Uluhiyya, die Einzigkeit Allahs in der Anbetung. Die Einzigkeit Allah in der Anbetung. Die Einzigkeit Allah in der Anbetung. Al-Ibada. Das ist die Früchte vom Tawhid al-Rububiyya und al-Asma al-Sifat. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala, er hat al-Ibada verdient, weil er al-Rabb ist. Zusammenfassung von Islam. Einmal kam ein Mann, da kam ein Bruder, brachte jemand, der ist behindert. Ein Deutscher, behindert, aber sehr intelligent. Was Allah von ihm weggenommen hat, in seinen Körper, hat ihm das in seinen Verstand reingesteckt. Sehr intelligent. Und dieser Bruder, der brachte ihn von einer anderen Stadt. Und nach Jumu'ah, der kam zu mir und sagte zu mir, was ist der Islam? Ich habe gesagt, diesen Satz.
der Schöpfer, der Organisierer, der Schöne, der den Namen, Eigenschaften besitzt, hat Al-Ibadah verdient. Schluss. Das eine Satz. So ist der Islam. Kein Geheimnis, nichts. Das ist, dieser Satz ist der Islam. Dann kam er im nächsten Jumu'ah, hat mir gesagt, ich komme, ich habe diesen Satz in einem Jumu'ah für ihn erklärt. Und er ist Muslim geworden. Allah. Er hat diese drei Namen genommen, Mas'ud, Muhammad und Umar. Islam ist klar. Al-Rabb hat Al-Ibadah verdient. Wir beten keine Kuh, kein Mensch, kein Stein, kein Planet, kein Djinn, kein Malaika. Wir beten niemand. Alle sind Geschöpfe. Wir beten den Schöpfer. So einfach ist das. Deshalb Al-Ibadah, Tawhid. Tawhid Al-Ibadah hat viele Namen. Die Gelehrten, du liest die Bücher, die sagen Tawhid Al-Ibadah, Tawhid Al-Uluhiyya, Tawhid Al-Qasd wa Talab. Tawhid Al-Ibadah und Tawhid Al-Uluhiyya sind gleich. Weil Al-Ilah ist Al-Ma'bud, die Anbetungswürdige. Tawhid Al-Ibadah sind deine Taten. Ja, Tawhid Al-Rububiyya sind die Taten von Allah und seinen Eigenschaften. Die sagen auch Tawhid Al-Qasd und Al-Talab. Al-Qasd bedeutet deine Absicht, deine Bewegung des Herzens, dein Ziel mit deinen Taten, Allah. Und Tawhid Al-Rububiyya heißt auch Tawhid Al-Ilm, Al-Ma'rifa Al-Ithbat, das Wissen über Tawhid des Wissens und Feststellung. Weil Tawhid Al-Rububiyya geht nur um Wissen. Ich weiß, dass Allah Rabb, er besitzt die Namen und Eigenschaften, ist Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Alim, Al-Tawwab. Das Wissen geht nur über Wissen. Das heißt, Al-Ithbat, du stellst das fest, alles. Es gibt keine Tat. Aber Tawhid Al-Ibadah verlangt von dir die Tat. Deshalb, Al-Islam ist Feststellung und Tat. Weil alle Religionen, die sind alle gelehrt. Also du siehst jetzt zum Beispiel bei Christentum, es geht nur über Erkenntnis. Also du glaubst an Isa, der ist der hat dich geopfert für uns und wir sind gelöst und Schluss. Mach was du willst. Es gibt nichts, du darfst alles machen. Alkohol trinken, Sinne, Riebe, mach alles. Islam, nein. Islam gibt Erkenntnis und gibt Tat. Deshalb, das ist die Wahrheit von der Religion. Al-Ma'rifa und Al-Ta'a. Das Wissen und Gehorsam. Deshalb, ich wundere mich, guck mal, in der Zeit vom Prophet, ich gebe dir 3 Monate Zeit, gib mir einen Sahabi, der hat nur Erkenntnis realisiert und keine Tat gemacht. Geh such, gib mir einen Namen von einem Mensch, der hat nichts gemacht. Hat nur La ilaha illallah gesagt und er lebt ohne Gebet. Er läuft auf der Straße ohne Gebet. Sahabe beten, er betet nicht. Es gibt sowas nicht. Sowas gibt es nicht. Deshalb in Surat al-Baqarah, Allah begann mit al-Mu'min. Alif Lam Mim, dhalika al-Kitabu la raiba, huda lil-Muttaqin, alladhina yu'minuna bil-Ghaybi wa yuqimuna as-Salah. Und zweite Kategorie, diejenigen, die glauben nicht. Ich sage, ich glaube nicht. Das Innere ist Unglaube, Äußere ist Unglaube. Dritte Kategorie, Al-Munafiq. Er spricht Al-Iman aus, aber hat keine Wurzel in seinem Herz. Es gibt keine vierte Kategorie, der sagt, Al-Iman ist im Herz, aber ich tue nichts. Das gibt es nicht. Tawhid Al-Ibadah. Ja, Lies. Es bedeutet, ihn einzig zu machen in Bezug auf die verschiedenen Kategorien der Anbetung und ihrer Arten. Dies geschieht, ohne ihm irgendwelche Partner beizugesellen, in Verbindung mit dem Glauben an seine vollständige Herrschaft. Es gibt keinen Partner. Allah hat keinen Partner. Allah subhanahu wa ta'ala hat keinen Sohn, hat keinen Partner. Und er braucht keinen. Deshalb in Surat al-Ikhlas, die spricht rein über Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Einzig. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Allahu samad.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله ist الصمد. Ibn Abbas sagt, الصمد, er braucht niemand und alle brauchen ihn. Dann sagte er, الصمد هو الذي تصمد إليه القلوب. Weil diese Wurzel von الصمد, das ist ein großer Stein. Die Araber früher, wenn es ein Feind kommt oder irgendeine Wind, der stark ist, die gehen zum Berg, gibt einen großen Stein. يَصْمِدُونَ إِلَيْهَا. Die suchen Schutz in diesem Stein, hinter diesem Stein. Es bedeutet, dass die Herzen, sie brauchen Allah subhanahu wa ta'ala. In jede Richtung, im Leben, im Atmen, in Versorgung, alles. Alle brauchen Allah, Allah braucht niemand. Deshalb die von den Bedeutungen von As-Samad, لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولِدْ. Hat kein Vater, keine Mutter, braucht auch keine Kinder. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. Allah subhanahu wa ta'ala hat kein Gleichnis in seinen Namen, seinen Taten, seinen Eigenschaften. Das ist At-Tafarrud. Tafarrud. Das ist die, wie gesagt, die Bedeutung von Al-Izzah, Al-Aziz. Von der Bedeutung von Al-Aziz, At-Tafarrud. Einzig. Ja, deshalb Allah subhanahu wa ta'ala hat die Anbetung verdient. Weiter. Folglich gehören folgende Aspekte ebenfalls zu Tawhidu Rububiyya: die Bestätigung der göttlichen Vorherbestimmung des Ratschlusses Al-Qada wal-Qadr, dass das, was Allah will, geschieht und dass das, was er nicht will, nicht geschieht. Und dass er zu allem die Macht hat und er der Unbedürftige und Lobenswürdige ist. Alles außer ihm ist in jeder Hinsicht von ihm abhängig. Und zum Tawhid der Namen und Eigenschaften gehört auch die Bestätigung aller Bedeutungen der schönen Namen Allah subhanahu wa ta'ala, die im Buch, das heißt im Koran und in der Sunna berichtet wurden. Also bedeutet das, hat gesagt, dass das sind die Bedeutung von der Rububiyya und warum er die Anbetung verdient hat. Nochmal, das ist ein schöner Satz. Und zum Tawhid der Namen und Eigenschaften gehört auch die Bestätigung aller Bedeutungen der schönen Namen Allahs subhanahu wa ta'ala, die im Buch und in der Sunna berichtet wurden. Weiter. Der Glaube daran besteht aus drei Stufen. Der Glaube an die Namen, der Glaube an die Eigenschaften, der Glaube hinsichtlich der Regelungen, welche seine Eigenschaften beinhalten. Das ist ein Regel jetzt. Das haben wir schon ein Teil schon erklärt. Dieser Satz, was du gesagt hast, was er gesagt hat über die Schönheit, also Inhalt der Nameneigenschaften, diese Schönheit der Nameneigenschaften. Und besonders, wir kehren zum Thema Schöpfung, Al-Khalq. Man soll tief nachdenken über diese Angelegenheit von Al-Khalq. Allah sagt in Surat Al-Baqarah, إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بس بدوس أبدوش. إن الله لا يستحي شيم ديش نيش أن يضرب مثلا دي جبت أين gleich Beispiel von einer Mücke. Ja. Was darunter ist. Und Elefant, oder? Ja, und eine Mücke. بعوضة. فما فوقها. فوقها in der Niedrigkeit und Kleinigkeit. Ba'uda, diese kleine Mücke, lebt oder lebt nicht? Wenn du diese Ba'uda angreifst, was macht sie? Sie haut ab. Bedeutet, sie hat ein Herz. Sie spürt Angst und Gefahr. Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß, wie diese Ba'uda lebt. Versteht mich? Allah weiß, wie dieser Ba'uda lebt und wie sie ihr Leben beschützt und wie sie ihr Leben verteidigt. Ba'uda, diese Kleine. Der Mensch, Allah subhanahu wa ta'ala,
wie ich gesagt habe, Adam, der lag, wie Sahih Muslim, er lag da. Allahu a'lam wie viele Jahren? Als Ton, als Erde. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm kun feyakun, stand Adam auf. Adam stand auf. Wir jetzt, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns ein Leben gegeben. Die Frage ist, wann warst du bewusst, dass du lebst? Wann warst du bewusst, dass du ein Leben hast? Du warst klein? Ja, wann? Ab 7? Weißt du das? Du weißt gar nichts. Nichts weißt du. Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß, wann du bewusst warst. Aber du weißt gar nicht, wann du wirklich gespürt hast, dass du lebst. Als du Baby warst, als du im Bauch deiner Mutter, hast du nichts gemerkt. Aber du warst lebendig. Ja? Das Thema Schöpfung ist ein großes Thema. Allah subhanahu wa ta'ala, er gab uns das Leben, aber die Frage ist, wer bist du? Du sagst, wer bist du jetzt? Der Mensch ist eine Seele, oder das Wichtigste in einem Menschen ist die Seele. Wer sind wir? Wie bist du? Du sagst, ich bin Muhammad. Muhammad ist nur ein Name. Allah radim, geh nach Hause, stell dir diese Frage, wer bist du? Allah radim, weiß nicht, brauchst vielleicht Allah alam, du kannst keine Antwort geben. Es bedeutet, dass die nächste Sache in dir, du hast wenig Wissen darüber, über deine Seele. Deshalb viele manchmal sagen, wie Allah, ich verstehe mich gar nicht. Oder du läufst auf der Straße, du sagst zu dir, sei vernünftig. Mit wem redest du? Sei vernünftig. Ja? Das passt nicht. Sei vernünftig. Mit wem redest du? Wer hat geredet? Mit wem? Wallah. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Versteht du mich? Diese Sachen sind schwer, gefährlich sind das. Das ist Al-Khalq. Allah weiß das alles. Deshalb, yas'alunaka 'anil ruh. Die fragen dich über die Seele. قل إن الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Ihr habt wenig Wissen darüber bekommen. Das ist eine kleine Sache, das ist nur eine Sache, die uns provoziert, nachzudenken über das Thema Schöpfung, über das Thema Schöpfung. Wenn der Mensch schläft, er trifft Leute. Das kannst du nicht vorstellen. Du schläfst und vielleicht du gehst nach China oder Allahu a'lam wo. Du läufst auf der Straße und triffst Leute dort, die du gar nicht kennst. Ja? Das mal diese, habe ich schon erzählt, dieser Mustafa Mahmoud, das ist ein ägyptischer Denker. Er war ein Arzt, war ein Student erstmal. Und hat immer, als er Student war, er war Atheist. Und einmal, er schlief. Er sah im Traum drei Freunde von ihm, die sitzen in einer Straße in Kairo, und er weiß, wo die sitzen und was sie gesagt haben. Danach stand er auf und die hat diese Freunde gesucht, hat gefragt, was habt ihr gemacht in der Zeit? Sage, waren in dieser Ordnung. Dann hat er angefangen, über die Seele nachzudenken. Ist Muslim geworden. Ist Muslim. Durch diese Sache. Weil der Atheist, er glaubt nicht an die Seele. Aber er kann nicht die Seele feststellen, weil das stoßt. Das zerstört die Grundlage sein Glaube. Weil er glaubt nur an, was er sieht. Aber die Seele, die Seele stammt nicht von hier. Wenn du träumst, du siehst viele Sachen, das ist alles, man kann das alles nicht verstehen. Deshalb das Thema Seele ist groß. Allah subhanahu wa ta'ala ist al-Khallaq al-Alim. Diese Verbindung al-Khallaq al-Alim. Das Wissen und Khalq. Allah weiß,
alles über uns, über diese Wahrheit der Seele. Das ist, deshalb muss man, man soll nachdenken über das Thema Schöpfung, über Namen, Eigenschaften. Und wenn du nachdenkst, du bekommst das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Und je mehr du Allah kennst, desto liebst du Allah subhanahu wa ta'ala und suchst du seine Nähe. Al-Ibadah wird verschönert durch das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist das Ziel. Al-Ibadah, Tawhid al-Uluhiyya wird qualitativ. Wird qualitativ. Das ist das Ziel. Ja, weiter? Wie zum Beispiel die Kenntnis darüber, dass er der Allwissende Al-Alim ist, dass der Besitzer des Wissens und dass er alles weiß. Al-Alim. Allah nennt sich Al-Alim. In Surat Al-Baqarah, die erste Erwähnung von Al-Alim, die Engel sagt, innaka anta Al-Alim Al-Hakim. Allah nennt sich Al-Alim. Er nennt den Mensch Inhaber des Wissens. Ich habe gestern das erklärt. Warum? Weil der Mensch existiert zuerst, dann eignet er das Wissen von außerhalb. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ilm ist seine Eigenschaft, Al-Alim. Al-Alim, das ist sein Name, er besitzt Al-Ilm, die Vollkommenheit von Al-Ilm. Ja, dritte Sache. Und dass er alles weiß. Und dass er alles weiß. Die Früchte dieser Eigenschaft. Er weiß alles. Name, Eigenschaft, Früchte dieser Eigenschaft. Und er weiß alles. Deshalb, du konfrontierst dich mit diesen drei Sachen. Wenn du Dua machst, sagst du, ja, Ali, innaka, wie Engel sagt, innaka ante, Allahumma, allimni, innaka ante al-Ali. Du nennst diesen Namen, weil du dienst Allah mit diesem Namen. Allah liebt das. Und diese Name Al-Alim beinhaltet eine Eigenschaft. Al-Ilm. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß alles. Das sind die Früchte. In der Realität, er weiß alles. Ja? Und ebenfalls, dass er der Allmächtige Al-Qadir ist, der Besitzer von Allmacht und dass er zu allem die Macht hat. Al-Qadir, er besitzt Al-Qudra und er hat die Macht über alles. Al-Qadir. Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Qadir. Er besitzt die Vollkommenheit der Macht, Fähigkeit. Und er besitzt die Eigenschaft und du siehst die Früchte seiner Qudra. Die Früchte seiner Qudra, das siehst du erstmal in seiner Schöpfung. Es gab Ibn Nahas al-Dumyati, das ist ein Gelehrter früher, er hat ein Buch, Masharih al-Ashwaq, ila Masarih al-Ushaq. Ich gebe jetzt nur ein Beispiel über über die Schöpfung, über die Qudra von Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat gesagt, früher gab es. Es gab, du weißt, die Gelehrten sind und die Muslime sind gegangen in die Grenzen. Es gab die Römer und dann, die haben doch Ar-Ribat gemacht. Und einer hat seine Geschichte erzählt, also der kennt ihn, Ibn Has, der war dort und er hat gesehen, dass einer von den Leuten, der isst und trinkt nicht, hat ihn beobachtet die ganze Zeit. Tagen hat er isst und trinkt nicht. Dann er ging zu ihm und sagt, kannst du mir bitte, ich habe eine Frage. Sag, warum isst du und trinkst? Sag, bitte frag mich nicht, wenn ich letzten Tag, wenn ich gehen will, ich werde mein Geheimnis erzählen. Er hat gesagt, letzten Tag, er kam zu ihm und sagt, warum isst du und trinkst du nicht? Er sagt, einen Tag, wir waren in einer Schlacht. Und da waren viele, ich war verletzt. Und viele waren mit mir, die Toten, viele Toten. Und dann, ich war verletzt zwischen Bewusstsein und Unbewusstsein. Dann sah ich zwei oder drei Frauen, die gehören nicht zur Dunya, die haben eine, wie ein Ibriq von Wasser,
Einer sagt zu anderen, mach schnell, bevor die Türen des Himmels zugemacht werden. Und der hat mir Wasser gegeben an diesem Tag. Ich habe nichts mehr, ich brauche kein Essen, kein Trinken. Es ist jetzt bewiesen, dass der Himmel hat Türen. Himmel hat Türen jetzt. Also es ist bewiesen. Dass diese Qudra von Allah subhanahu wa ta'ala und diese Macht, dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen Himmel erschaffen hat. Und die Frage ist, wo ist der erste Himmel? Wo ist der zweite Himmel? Dritte Himmel? Vierte? Fünfte? Sechste? Siebte? Wo sind die Türen dieser Himmel? Was ist die Wahrheit von diesem Himmel? Samawati wal ardi. Rabbu samawati wal ardi. Wa ma baynahuma. فَعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَةً Zwischen Erde und Himmel. Wie breit diese Fläche zwischen Erde und Himmel? Wo ist die Grenzen dieser Welt? Niemand kann antworten. Niemand kann sowas antworten. Es bedeutet, dass die Al-Qudra von Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qudra von Allah subhanahu wa ta'ala, kann niemand verstehen. Kann niemand verstehen. Lies weiter. Dazu gehört auch die Bestätigung seiner Erhabenheit, Al-Ulum, über seine Schöpfung sowie die Bestätigung seines Sichtes. Wir sind schon fertig, inshallah, bis zum nächsten Mal, inshallah. Also das Buch, das lassen wir hier, weil das gehört. Ja? Das Buch lassen wir hier, das gehört. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Wissen mehr. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala mehr. Unser Ibadat verschönern. Subhanakallahumma bihamdik. Shadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Astaghfirullah.